Das ist mich immer ein bisschen problematisch für mich, weißt du? Die Namen auseinanderzuhalten dann. So, halt noch was überlesen. Ah, eine Männerdate. Heulen auf höchstem Niveau. Ach, Quatsch. Männerdate. Und uns mal so ein bisschen angucken bei Lord Wernix dann die technischen Grundvoraussetzungen, weil er hatte auch ein kleines technisches Problem. Wir haben schon über Voicemails probiert, irgendwie mal hinter die Lösung zu kommen, aber wahrscheinlich müssen wir uns das Ding mal direkt vor Ort angucken. Aus Versehen bei Aldemar Fremdwerbung für dich gemacht. Was? 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 Nicht so was? Nein! Aber jetzt weiß ich, wer du bist. Ja, okay. Stimmt. Und da heiße ich genauso wie... Ah, okay. Stimmt. Ach, da war ja was. Da hat der noch geschrieben, mach mal lieber nicht. Bevor Aldemar oder seine Zuschauer das irgendwie als abgekatertes Spiel so abtun. Hab dort auch Lukas der Echte im Namen. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt tut mir leid. Ist alles sehr verwirrend bei mir im Moment. Auch beruflich gerade. So, pass auf, Leute. Ich zünd mir mal wieder hier an. Wir haben jetzt über eine Stunde hier geballert. Wartet mich nach mit dem Rucksack, macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Und Minderjährigen ist sowieso verboten. Und ich heiße das auch nicht gut. Und zwar muss ich mir ein bisschen Spruch einfallen lassen, der so lange geht, wie ich brauche, um die Zigarette zu rauchen. Jo, alles gut. Okay, danke. Immer diese Fremdwerbung. Ja. Ich werde mal noch mal kurz einen Zwischenspeicher anlegen und dann muss ich mal ganz kurz raustappen und dadurch wird das alles wieder ein bisschen komisch aussehen. So, hab nicht was vergessen hier zu schließen. So, und jetzt sehe ich auch meinen eigenen Stream wieder. Yeah! So. Nicht wundern, dass ich hier gerade so eine Bild-in-Bild-Funktion drin habe. Das liegt daran, dass das noch die Original-Gold-Editions-CD ist. Und das Spiel ist schon 20 Jahre alt. Ist eigentlich noch für Windows XP geschrieben, glaube ich, die Edition. Und ich spiele aber auf Windows 10 Pro und kriege das halt nicht auf Fenstermodus mit einem Emulator, ohne dass mir das Spiel abstürzt, wenn ich mal raustappe. Und ich brauche aber Fenstermodus, ohne dass mir das Spiel abstürzt. Weil ihr seht ja, ab und zu mal muss ich doch raustappen. Wirtschaft aufbauen, Handel treiben. Worum geht es in dem Game? Achso, genau darum. Wirtschaft aufbauen, Handel treiben. Wir befinden uns hier im 14. Jahrhundert im Nordsee-Ostsee-Bereich. In der Hanse, wie sie damals genannt wurde, eine große Vereinigung von Städten und Händlern. Oder Handelsgilden und Städten. Und es geht darum, billig einkaufen, teuer verkaufen, selber produzieren am besten auch nur, damit du noch besser verkaufen kannst. Betriebe bauen, dementsprechend logischerweise Flotten aufbauen. Kämpfe sind auch mit dabei, wie du gerade mal gesehen hast. Und es gibt auch Expeditionen, die ich nicht hier finde. Es gibt auch Expeditionen zu Warenumschlagsplätzen. Hier in dem Fall zum Beispiel das Mittelmeer. Wir sind aber schon dabei, hier gerade darauf zu warten, auf den Konvoi, der Amerika entdecken soll. Weitaus vor der historisch korrekten Zeit. Ne? Nee, Project Zombie stream ich momentan noch nicht. Das kommt aber vielleicht noch. Weil ich habe schon gesehen, dass seitdem Aldemar das auch Let's Played, ballern bei mir die Folgen richtig in die Höhe, weil irgendwelche Leute, die zum Beispiel bei Aldemar auf das Spiel gestoßen sind, jetzt auch bei mir dann durch Zufall drauf gucken. Das ist voll witzig, ey. Ich habe mir auch schon eine Mod aufgeschrieben, die ich unbedingt mal probieren möchte. Wenn wir jetzt in dem aktuellen Safe-Game eventuell sogar mal schaffen, länger als 3 Tage zu überleben. Mal gucken, es sieht jetzt ganz gut aus. Bisher nicht gebissen und schon 50 Zombies getötet. Wow. Bin ja noch komplett Greenhorn bei dem Spiel. Und dann. Oh. Lecker, es gibt doch richtige Handelsverträge, die man abschließen kann. Aber stimmt, das hast du auch gesagt. Dann gibt es auch schon einen, der sich angemeldet hat für Multiplayer. Dass man das mal probiert. Ein paar Folgen zumindest, mal wenigstens eine Woche, wieder so 7-Folgen-Dinger. Ist ein langjähriger Zuschauer von mir, mit dem ich auch privat Kontakt hatte eine Zeit lang. Sehr aber privat. So, ein bisschen gespielt ohne Aufnahme und alles, haben ein bisschen Cossacks gespielt und alles, bis nachts um Schieß mich tot und ganz viel Alolul. Mach's gut, dunkle Lady, schlaf gut. Oder hab noch einen schicken Abend, je nachdem. Vielleicht bis nachher. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich mag das Game und habe Project Zomboid bei YouTube eingegeben. Dann wurdest du mir sehr weit oben eingeblendet. Das finde ich aber sehr schön, dass es sehr weit oben eingeblendet wurde, weil dann war ich gerade im Trend in dem Fall. War auch gerade die Woche, wo wieder bei mir Project Zomboid lief. Deswegen wurde ich dir auch ganz oben angezeigt.
weil es gerade ein veröffentlichtes Video war oder eins von vor unter 24 Stunden oder 48 Stunden. Das Mikro geht nicht kaputt vom Rauch. Ich habe hier so einen Popschutz drüber und den wasche ich regelmäßig aus. Also der heißt Popschutz, damit ich halt bei Wörtern wie Pop zum Beispiel einen besseren Klang habe. Uri Digital Art? Was, wie, wer, wo? Habe ich da jemanden überlesen? Ach, moin! Am liebsten überfalle ich die Städte. Grüß dich, Kuri Digital Art. Ich habe dich ja noch gar nicht gesehen. Sei willkommen. Das ist witzig, weil bei mir haben Lukas der Echte und du exakt die gleiche Schriftfarbe. Deswegen habe ich dich überlesen. Tut mir leid. Grüß dich. Bei euch auch, ne? Ja, exakt die gleiche Farbe. Am besten noch mit dem Aufliegerschiff dafür nutzen. Ist eine Idee. Aber ich will erstmal wenigstens Eldermann sein, bevor ich mich an die illegalen Sachen ranwage, weil dann werden sie mich so schnell nicht los. Wenigstens ein Jahr, nee, 4 Jahre kann Zeit, weil ich glaube, Amtszeit ist 4 Jahre, glaube ich, ne? So, und nicht anders. Hab mir eine eigene Holk dafür ausgebaut. Aber ich finde den ein bisschen cheaty, den Trick, ehrlich gesagt, mit dem Auslieger. Und mit 5 Holks überfallen. Meint ihr den Trick mit dem Auslieger, der wirklich nur Mindestbewaffnung hat? Meint ihr den? Aber Spring Green als Farbe. Na, und der, warte mal, der Kuri Digital Art oder die, ich weiß ja nicht, er oder sie oder wie willst du genannt werden, hat nämlich auch dieselbe Farbe. Durch Zufall oder Absicht kann man ja einstellen, irgendwie. Oh Gott, das hätte ich nicht sagen dürfen, jetzt werden sie alle dieselbe Farbe einstellen, ich kenne euch doch. Mit einem Ausgleich einen Turm zerstören und abhauen, ja. Stimmt, kann man, ja, genau. Guten Abend, Nox, mein Lieber, grüß dich. Alles fit bei dir? Ich muss mal überlegen, ob ich noch einen Hulk baue. Wir haben gerade wieder 500.000. Kostet mich gerade 35, aber Holz? Holz. Holz ist so ein Problemchen im Moment. Da müssen wir erstmal warten, dass die Heike ein paar Mal gefahren ist. Wie viel hat sie jetzt? Bei 48 sieht schon besser aus. Okay. Moment, wie war die Auslastung gerade? Ist sogar noch Platz nach oben. Sehr gut. Wir haben gerade echt nur 9 Last hier drauf liegen. Eisenerz könnte auch wieder ein bisschen mehr sein. Ich glaube, mit Eisenerz waren wir nur knapp über Bedarf, ne? Fast 18 die Woche und die Route fährt 8 Tage. Nö, ich war eigentlich ausreichend drüber. Müssen wir mal beobachten. Ich habe mit Color Spring Green meine Farbe bekommen. Ist das ein Widget oder was meinst du damit? Ich dachte, so heißt die Farbe. Nee, nee, volle Bewaffnung und der Auslieger zerstört die Türme. Dann fliehst du mit deiner Flotte, du bekommst den Ruhm. Dann gehst du direkt wieder rein und plünderst die Stadt ohne Gegenwehr. Oha. Aber illegal erst, wenn du Eidermann bist? Ich habe direkt als Pirat angefangen, um meinen Grundbedarf an Schiffen zu decken. Alles fit, schreibt Nox. Ja, aber ich wollte erstmal den ehrlichen Weg probieren, weil ich das privat immer auf unehrlich gespielt habe. Und jetzt wollte ich erstmal den ehrlichen Weg probieren und dann den Zuschauern noch zeigen, was man als Unehrlicher machen kann. Aber natürlich erstmal eine Zeit lang auch als Eldermann regieren, weil wir können das schöne Sachen auch machen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja schon auf 24 Startstädte habe ich gestartet. Bin sehr gespannt, wo dann die nächsten entstehen sollen, weil die kenne ich dann nämlich noch nicht. Ich habe das ja privat damals immer als Vanilla gespielt. Und nicht als Gold-Edition. Hier irgendwo noch ein Richtfest. Was war das? Ach, die Münze. Okay. So, wie sieht es denn aus jetzt hier mit reichen Leuten? Oh. Was, wie? Wohnraum schon wieder knapp? Oha! Schon wieder bei den Kaufmannshäusern? Okay. Seid doch nicht, nee. Kostet mich jetzt 8000. Jetzt haben wir erstmal wieder Holz. Aber ich brauche gleich wieder 20 auf einen Schlag dafür. Das ist mal heftig, ne? So.
Und jetzt kommt die Kapo gerade reingefahren mit dem Holz. Wunderbar. Sag mal, wo habe ich eigentlich mein... Da. Ich habe gerade den Seifenlord gesucht. Hier, den Dritzelu. Wird schon von der Konkurrenz eingebaut. Das ist doch schon längst fertig. Hier. Oh, doch nicht. Verlorene Zeit, 2 Tage. Schiete. Es sah fertig aus. Entschuldigung, ich habe diesen Zipfel hier nicht gesehen, dass da noch Dachstuhl ist. Ich dachte, das ist schon fertig und es hat immer noch nicht gereicht. Na gut, haben wir für die Zukunft eins da. Giebelhaus könnte aber langsam noch eins nachgebaut werden, aber es kostet ja auch wieder so viel Holz. Ich warte mal noch eine Tour von Heike ab. Dann sitze ich da nochmal eins. So, dann machen wir ein bisschen zackig hier. Abrechnung, Handel. So. Jawohl, Fälle werden wir auf jeden Fall los, aber nicht zu dem Preis, bitte. Man muss mal 15 hier reingedonnert. Eisenwaren war zu erwarten, dass sie das nicht haben. Machen wir mal runter nach Scarborough. Die wollen nämlich Fälle haben und London auch. Aber London produziert selber Eisenwaren bei meinem Pech. Achso, Scarborough auch, aber hier drüben werden wir Eisenwaren nochmal los. Schön ist auch, Arbitrage-Handel. Betragehandel. Hast du dich da verschrieben oder was meinst du? Was meinst du mit Arbitrage? Arbitrage? Was meinst du damit? Aber wenn man nur Color macht, kann man gucken, was für Farben die Auswahl stehen. So, okay. Brauchst du Salz? Hat bei mir einen Speicherstand von über 1000. Nö, brauche ich nicht. Ich habe ja Salz eigentlich nur diese eine Siederei gemacht für die Produktion von meinem Fleisch. Hab hier immer 60 rumzuliegen, transportiere gleichzeitig immer noch 60 darüber. Liegt eigentlich auch immer ausreichend rum. Jo, hier. Bisschen Holz, was automatisch eingekauft wird. Hallo zusammen, mein lieber Matthias. Herzlichen Dank für den 2. Monat bereits auf Stufe 2. Herzlichen Dank, mein Lieber, und grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Ich habe vorhin noch von dir gesprochen, weil schon die nächsten Anfragen kamen für Multiplayer. Weil ich noch erwähnt, dass du heute auch schon gefragt hast. Heute ist irgendwie der Tag der Anfragen von Multiplayer-Projekten. Und dann habe ich selber noch Kapu gefragt. Das ist witzig. So. Verdammte Axt, ich war zu langsam. Nee. Komm, schnell weiterfahren. Brügge möchte auch zum Notfälle haben. Finde ich gut. Alles klar, viel Spaß im Look, liebe Kapu. Alles supi, schreibt der Matthias. Finde ich dufte. Hä? Hey, Abbruch? Oh, okay. Schade, dass das nicht mit Mausklick schon automatisch abbricht. Na toll, ich war wieder mal viel zu langsam für alles. Sonst sind wir immer mit dem Kreier gefahren, ne? Man merkt den Unterschied. Also Datum, 4. Juli gerade mal. Wieder zu langsam. Gibt's noch nicht. Aber hier drüben gibt's gerade Eisenbahnmangel. Hat mir jemand PS4-Games, die nicht so viel kosten, empfehlen? Der PS4 drüben liegen. Mit Assassin's Creed Black Flag, was mir gehört, und dann noch ein paar andere Teile, die ich mir von meinem Besten ausgebraucht habe. Normalerweise schon seit über einem Jahr. Aber der wohnt weiter weg, mein Bester. Deswegen haben wir irgendwie noch nicht das geschafft, uns mal dass ich ihm das wieder gebe. So rum. Zu treffen. Nee, ist nicht so der tollste Preis hier. Hören kann ich gerade nicht, weil wir haben einen Tiefgang. Geht mal nach Groningen. Ansonsten. Civilization gibt's, glaube ich, für die PS4. Das Strategiespiel kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Styx kann ich empfehlen. Das Assassin's Creed mit einem Goblin sozusagen. Last of Us. Mir sehr gut gefallen. Ansonsten. Wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts. Neverwinter ist kostenlos, aber nur wenn du auf MMORPG stehst. Echt? Neverwinter ist kostenlos für die PS4? Aber nur wenn du Premium hast, oder? Also den PlayStation Premium Account. GTA 5 und LS19 werde ich kaufen, kostet aber 55 Tacken zusammengenommen. Dann nimm doch vielleicht erstmal LS19,
Bei GTA 5 wird ja noch ein bisschen günstiger mit der Zeit. LS19 ist ja eigentlich schon, ich sag mal, mehr oder weniger fertig. Nur, dass hier und da noch ein Zusatz-DLC kommt. Würde ich regelmäßig mal im Shop zuschauen, weil ändert sich immer wieder, liegen dann bei 10 bis 20 Euro. Ja, ist wie bei Steam. Da hast du ja auch immer wieder ein paar Sales. Oder jetzt auch im September ist ja jetzt hier auch auf Twitch zum Beispiel der September. Hast du auch immer wieder mal so. Ich glaube, jetzt sind es 20% sogar, was ja schon bei 5 Jahre sind mit dem September, dass die Abos günstiger sind halt. Du schnappst hier einen guten Handelskapitän, Wert 4 oder 5, den schickst du nach Lübeck und lässt den Eisenwaren bis 400 Gulden kaufen und bis 200 verkaufen. Was? Andersrum, ne? Bis 220 kaufen und 400 verkaufen. Klingt zwar falsch, aber das bringt Gold und Bekanntheit. Ich soll Verlustgeschäft machen, absichtlich? Was? Nee. Das geht auch mit anderen Waren, sollte man aber nur ein paar Waren reduzieren. LS19 kostet 35 Tacken auf PS4? Warte, Glück bin ich PC-Spieler. Ja, die sind teuer, aber LS22 kommt im November. Nein, teuer kaufen, günstig verkaufen. Sollte ich das machen, Kuri? Krankheit kriege ich auch so, ganz ehrlich. Das ist nicht böse gemeint, aber so eine Tricks, um das Spiel auszutricksen, die mag ich persönlich überhaupt nicht. Da mache ich doch lieber ein bisschen ehrlicher. Und trickst ja nicht das System vom Spiel aus. Ja, komm, hau weg jetzt hier. So. Wie soll denn da mein Geld hochgehen? So wie du es geschrieben hast, soll ich das für 400 einkaufen und für 220 verkaufen? In derselben Stadt auch noch. Guck mal, ich produziere Eisenwaren selber auch. Kuhschmalz hat zugeschlagen. Oh, weia. Kuhschmalz hat Fleisch eingelegt. Hühnerfutter. Entschuldigung. Zu viel Uffin geguckt. Ich meine, klar. Unter der Voraussetzung, ich würde das zum Beispiel in mehreren Städten verkaufen. Ja, okay. Weil da, wenn ich jetzt so einstelle, er soll bis 220 verkaufen, dann verkauft er ja bis 220. Das heißt, meistens wächst das Geld sowieso schon in dem Fall. Aber wenn ich das für 400 verkaufe und für 220 verkaufe in derselben Stadt, dann machst du doch Verlust. Wie soll denn da das Gold wachsen? Zum Beispiel, ich produziere das selber, das Zeugs. Ich verkaufe das über Autohandel auch selber, das Zeugs. Ihr mag nicht, stimmt nicht. Eisenware mag nicht. Der Kapitän bekommt beim Autohandel Rabatte. Die 400 Gulden sind der maximale Einkaufspreis. Das heißt, dass er im Schnitt nur für weniger einkauft. Dann wird direkt danach verkauft. Das funktioniert auch nur, wenn die Produktion effektiv ist. Ich produziere ja selber. Das Eisenwaren produziere ich komplett selber. Komplett. Alles. Holz, Erz, alles. Produziere ich komplett selber, Kuri. Und die Rabatte, die nehme ich dann lieber für andere Sachen, die ich nicht produziere. Ehrlich gesagt, wenn ich... Wen haben wir hier gerade? Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Tobi. Der Tobi hat einen Kapitän vorn. Handel 3. Immerhin. Ich glaube, der hat 0 angefangen, als wir den eingestellt haben. So, und wenn der Tobi wiederum am Handeln ist... Moment... Habe ich ihm eingestellt, er soll das Außenkonto rausnehmen, was wir schon produziert haben. Und fährt dann rum und verkauft bis 350. Wir haben immer eine Versorgung gewährleistet und kriegen definitiv einen guten Preis raus. Und ich werde immer alles los. Nur ab und zu mal saisonal bedingt ist ein bisschen viel übrig. Das verkaufe ich dann aber in die Nordsee. Kriege auch wieder einen guten Preis für, wenn ich nicht so langsam bin wie gerade eben. Und dann passt das wieder. Und ich kann auch ab und zu mal in der Nordsee ein bisschen vorbeischauen. Vielleicht auch mal einen Kapitän suchen, wenn ich gerade ihn brauche und so weiter. Kein Einfluss auf deine Produktion. Er handelt nur mit einer Stadt. Das klappt. Ich, hä?
Warum sollte ich das jetzt machen, Kuri? Warum? Ich bin saumäßig beliebt in der ganzen Hanse. Ich werde definitiv auch bestimmt Bürgermeister sein und dann relativ schnell auch zum Eldermann aufsteigen, weil ich halt mich nicht nur auf eine Ware konzentriere, sondern mehrere Waren habe, mehrere Kontore habe und so weiter. Andere machen es ja wieder anders, okay. Aber ich finde es jetzt wirklich ein bisschen kacke, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine Flotte erstelle, eine Handelsroute erstelle, die in Lübeck teuer einkauft und günstig verkauft. Einfach nur um Beliebtheit zu gewinnen. Nö, das ist Trickserei. Tut mir leid, aber ist so. Wie ich es vorhin schon mal sagte, das ist einfach ein bisschen das System austricksen sozusagen. Es macht für mich keinen Sinn. Tut mir leid. Becker hat da noch was geschrieben. Achso, MMORPG. Das mag ich nicht. Mag eher Action-Horror-Simulation und ein paar andere Kategorien. So wie Decker schreibt, ja. Es ist eine Ausnutzung der Spielengine und das finde ich nicht schön, ehrlich gesagt. Dafür ist das Spiel nicht hergestellt worden, dass du die Engine ausnutzt. Genauso wie auch der Trick mit dem Turm zerstören. Ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Es sind halt Programmierungsfehler, kann man ja nur sagen. Aber dieses Spiel war halt damals ein Vorreiter, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Ja, wen haben wir denn da? Rhinoceros! Was? Rhino? Santi! Bist du gerade da? Santi! Santi! Hast du den Rhino hier irgendwo abgesetzt? Der Xanti möge bitte den Rhino aus dem Kinderbällebad holen. Nee, es ist Kubatski und der greift uns gerade an. Er greift uns nicht an. Okay, es ist Kubatski, aber der Konvoi heißt Rhino und sowas. Es gibt einen Streamer, der wird so ähnlich geschrieben und der ist mit dem Xanti und dem Rykingblatt befreundet und bei dem bin ich gerne Zuschauer. Und es ist ein schönes Spiel, muss man einfach mal schreiben. Das ist gut, das ist gut. So, wo bleibt eigentlich unser Konvoi? Wenn ich mal fragen darf. Hier, wo waren das? Hier, Schiffsliste wartet. Wo bleibt eigentlich der Konvoi? Wird mir immer noch mit 99% angezeigt. Und gerade wieder? Nee, schade. Also, Guri, wie gesagt, ich meine das jetzt echt nicht böse, aber das ist wirklich eine Ausnutzung des Spiels. Beziehungsweise der Spielengine und das macht mir dann auch keinen Spaß. Da kann ich auch cheaten. Bin ich ganz ehrlich. Aber vermutlich wirst du schon abgehauen sein, weil du schreibst nichts mehr. Die Göttin der peinlichen Todesarten. Servus. Rizi. Ah, er schreibt noch, okay. Es ist gar kein Bug. Rechne das gerne in Excel nach. Uri, wir haben nichts davon irgendwie geschrieben, dass es ein Bug ist. Das haben wir nicht geschrieben und nicht gesagt. Es ist dennoch, mit so einer Handelsroute nutzt du komplett die Engine des Spiels aus. Und das ist einfach nicht schön. Finde ich nicht gut. Also ist eine Geschmackssache. Wenn du es so machen möchtest, mach es ruhig. Aber ich werde es nicht machen. Auch wenn du es lieb gemeint hast, ich mache es nicht. Relativ viel Bier hier, aber das wird sich ja wieder brauchen. Ach, Mensch, schießt, wie sieht's denn hier mit dem Getreide aus? Wie zu vermuten, ne? Noch haben wir aber den Platz. Ich will mal. Ja, doch, ich will mal kicken, dass wir das erstmal da liegen lassen. Um mal zu gucken, dass wir im Winter das dann vielleicht doch noch aufgebraucht bekommen. Produziere mich jetzt natürlich wieder viel zu viel. 14 produzieren wir, verbrauchen tun wir. Aber im Winter hatten wir ja irgendwie eine Produktion von 4,9 mit einer, ne? Und das war zu wenig. Wir hatten am Anfang kein Getreide mehr auf Lager. Das war das Problem. Was? Lukas, warum haust du ab? Ja, klar. Das ist nicht dein Spielgenre. Viel Spaß beim YouTube-Gucken, mein Lieber. Und bis bald. Das Spiel habe ich hier auch noch rumliegen. Irgendwo im Umzugskarton. Bin seit 15. so am Umzug war immer noch nicht alles ausgepackt. Eieieiei. Winterproduktion bei Getreide reduziert sich auf 50%. Na, wir hatten uns einen Komma-Wert dabei gehabt. Wir haben jetzt mal sich nur eine Produktion hatte. Jetzt haben wir ja zwei hier. Und irgendwie gar nicht nebeneinander gesetzt habe ich das. Ich habe es falsch platziert. Na, schöne Scheiße.
hatten uns einen komischen Komma-Wert und dadurch hat das nicht ganz gereicht und dadurch sind meine Getreidevorräte auf null runtergesaugt worden. Dadurch konnte ich halt nicht so viel produzieren. Deswegen habe ich jetzt eine zweite Getreideproduktion gebaut gehabt. Im Winter schon gebaut gehabt. Jetzt wollte ich mal gucken, ob sich das über den Winter dann hält oder ob es dann immer noch zu viel wird, weil dann kann ich dementsprechend die Routen anpassen. So, Badehaus. Jetzt kam König, komm ran hier auf mir da. Kriegst mal einen Hunderter von mir. Damit du endlich abdankst. So. Hätte gleich vorher baden sollen, oder? Weil gehst du da mit so einer Fliegenwolke über dir, weil du schon total bis zum Himmel stinkst und reißt im Hundert darüber. Das ist natürlich irgendwie so toll, ne? Du musst nicht, Lukas. Ich zwinge niemanden dazu, sich den Quatsch hier anzutun, den ich hier fabriziere. Ist natürlich auch auf YouTube hin abhauen, wenn du möchtest. Matthias schreibt, 10521 sollte das heißen. Das sollte wo heißen? Achso, die 15, was du da hier geschrieben hast. Aber das Spiel heute versucht, was ich dir geschrieben habe und war nach 30 Minuten erstmal tot. Dank Bärchen und Wolf. Tja, Survival würde ich mal sagen. Survival. Sag mal, der Skram, wer ist denn das nochmal? Skram, der ist aber hier nicht tätig, ne? Nee, der ist nur gerade durch Zufall hier. Reden nochmal. O Sancte Spiritus. Linguas et van. Et mink. In apostolos discentes. Amen. Mann, geht das nicht schneller, Alter? So, mach mir den Namen, den Beruchten, mach bloß gelbe Zähne und eine schwarze Lunge und euch Männerherren ist das sowieso verboten. Nee, die Bürgermeisterwahl ist am 4. Oktober bei mir. Ich würde gerne nochmal zeigen für den Fall der Fälle. Start irgendwo, 4. Oktober. Bei mir stehst du immer mit einem Messer an der Kehle, wenn ich gehen will. Was? Stimmt doch gar nicht. Ich gucke LS9 weiter, muss da 120 Folgen nachholen. Oh Gott. Boah. Da kann ich dir auch den YouTuber Homer empfehlen, so wie der geschichtliche Homer geschrieben. Der macht sogar richtig schön mit Rollenspielprojekte bei LS19. Und geht auch sehr auf die Mechaniken ein, wo ich ja einfach nur 1000 Fragezeichen über den Kopf hatte stellenweise. In deinem Spiel sind es im August. Sogar das ist Zufallsgenerator im Spiel. Ja. Es wird wieder Holz, wa? Natürlich. Ist die Heike gerade unterwegs? Kommt gerade an. Ich glaube so langsam, dass das Holz nicht reicht. Wo wir mehr als sie noch immer vorbeibringen. Homer mit H geschrieben. H wie Heinrich. Und dann genauso wie du gerade Roma geschrieben hast. H-O-M-E-R. Kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du so auf LS19 stehst, auf jeden Fall. Da kriegst du auch eine schöne Unterhaltung, eine Storyline und alles. Bist du da noch schon mit reingedrückt. Das 19 war lustig mit dir und den anderen. Oh ja. Wir hatten ja auch versucht, Mrs. Storyline reinzudrücken. Aber es gab ein paar Mitspieler, die Storyline so gar nicht gemocht haben, weil das halt so gezwungen rüberkam und so. Es war ja immer bloß zwischenzeitlich ein bisschen Storyline. Und halt dann irgendwann gesagt, in der Diskussion, okay, dann spare ich mir die Mühe, mach jetzt keine Storyline mehr draus und wir machen unseren Quatsch da irgendwie fertig ist. Ich habe gerade gesehen, wir haben einige Gelder zurückbekommen. Gewinne sind mal wieder stark im Schwanken. Kontorverwalter will auch wieder mehr Geld haben. Ich könnte nochmal wieder nach weiteren Darlehen gucken, dass wir die vergeben können. Wieder aber so ein Kleinvieh hier. Ich meine, okay, viel Kleinvieh macht halt auch viel Mist, aber größeren bringen auch gleich mehr Ansehen dazu. Patricia, hier, volle Möhre. So. Mal 30.000 zurück. Und da war noch ein Fernkaufmann dabei, habe ich gesehen. Jawohl. Kleinstbetrag. Hier,